Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge War Thunder. Wieder mit Pulitzer. Guten Tag. Und wir sind heute auf 6-7, also wir zumindest, unser Team nicht, unterwegs. Ja, wir wollten eigentlich mal noch zum Abschluss, bevor er entfernt wird, Panther 2 fahren, aber bei einem Abtier macht der nicht so viel Spaß. Vielleicht als Backup. Na gut, von uns wird er ja nicht entfernt. Nee, alle, die ihn schon erforscht haben oder noch am Erforschen sind, behalten ihn. Genau wie den Tiger 10-5. Den. Wie ist die Nummerierung beim Flakpanzer? 3-4 irgendwas? Quelien? Achso, keine Ahnung. Und was mich sehr erstaunt hat, die Maus. Und deswegen grinde ich jetzt das Scheiß noch weg, weil ich die Linie nicht runter hatte. Ja, der hängt noch beim Tiger eh, der Gute. Nee, den habe ich ja jetzt schon. Ja, okay. Und tschüss. Aber gut, das kriegen wir noch, hin. Naja, man muss ja nur anforschen quasi. Oh, irgendwas. Irgendein Launcher lädt gerade bei mir runter. Du machst einen auf Roboter bei mir gerade. Das ist schlecht. Also ich guck mal, ob ich den Punkt hier irgendwie deffen kann. Unser Team ist ja nicht existent hier. Oh shit. Overextende nicht. Nö, ich guck jetzt mal, dass ich mich hier ein bisschen bei A verausgabe. Ah, da kommt doch schon der erste Kollege. Ach, ich hasse es. Die Muni ist einfach nicht zum Städte-Busch-Kampfritter gemacht. Achso, bist du wieder an der Mauer hängen geblieben? Nee, an einem Busch. Hä, das sollte eigentlich nicht mehr gehen. Das haben sie ja angeblich entfernt. Ja, angeblich. Brauchst du Hilfe? Na Quatsch. Oh, hier ist eine Sackgasse. Oh, das ist schlecht. Wenn da jetzt einer kommt, bin ich gefangen. Wir müssen uns beeilen. Ja, ich komme in deine Richtung. Noch geht's. Noch bin ich safe. Also ich gehe jetzt mal gucken, ob ich A erobern kann. Ohne viel Aufwand. Ich muss Punkte machen. Ja, so ein bisschen Forschungspunkte generieren wäre nicht schlecht. Meine Fresse, bist du da jetzt schnell rüber. Bist du über die Hauptstraße? Ja. Boah, das ist ein gefährliches Häuschen hier zu stehen, aber... Also das Team ist komplett auf die Flanken verteilt vom Gegner. In der Mitte ist gar nichts. Das ist schon mal gut. Hoffe ich jetzt mal, dass er mich hier nicht sieht. Oh, oh, kommt mal da durch. Oh, ja. Ah, Mist, jetzt ist hier einer. Nee, ist es nicht. Du fällst den Gegner quasi jetzt in den Rücken, ne? Die stehen die Schienen runter bei dir. Ich weiß. Achtung, von hinten kommt einer. Ich weiß nicht, was von hinten ist. Da. Markiert. Okay. Achtung, er guckt dich an. Oh fuck, hinterm Zug kommt gerade einer hervorgepirscht. Hat er dich erwischt? Ich bin sowas von Matsch tot. Okay, dann. Oh. Die schmeißen mit Raketen nach mir. Das gefällt mir gar nicht. Ist die BMP, oder? Ich hab's nicht genau gesehen, aber es könnte einer gewesen sein. Ich mach jetzt mal kurz einen Abgang und umfahr den. Und greif von hinten an. Ich hab grad eine Tortoise mit der Hash ge-one-shottet. Fuck! Sind wir gerade simultan gestorben? Den zweiten habe ich gerade leider nicht gesehen. Möglich. Oh, da lädt mich jemand ein. PAS 84529748 hat mich in meine Staffel eingeladen. Nein. Ist der in unserer Kampfgruppe? Wenn ja, ich hab nicht reingelassen. Ja, die Kampfgruppe müssten wir eigentlich auch mal wieder aufräumen.
sind viele Leute sehr inaktiv. Ja. Leute, wenn ihr Bock habt, also wenn einer von euch sich dazu berufen fühlt und auch Zeit dafür hat, also Mannschafter, jemand, der die Leute ein bisschen sortiert und auch mal ein bisschen drauf guckt, wenn Inaktive sind, die sie rausfliegen, gerne. Ist jetzt korrekt. So, warte mal, ich mach mal kurz hier. Irgendwas verursacht gerade Downstream bei mir. Ich muss das mal kurz hier ein paar Launcher ausschalten. Hat ja irgendwie mittlerweile 1000 Launcher offen. Also wir müssen links, ja, ich würde die linke Flanke versuchen zu verstärken. Na gut, ich werde jetzt nicht straight drauf zufahren. Nee, das nicht, aber mal hingucken quasi. Ja, also die Entfernung von dem Ding wird im deutschen Tree echt eine Lücke hinterlassen. Ja. Aber ist denn schon hundertprozentig bekannt, was drankommt? Ich glaube. Also, es wurde nur gesagt, dass als Ersatz ein 7-7 Patton kommt, was halt für 6-7 kein adäquater Tausch ist. Achtung. Achtung. Hier ist hier irgendwo was. Wo? Achso, du meinst mal B? Irgendjemand die Capture gerade. Okay, gehen wir mal investigieren. Da. Oh, da hinten kommt was. Einen hab ich. Schick. Hast du einen Smoke schon? Ja. Ja, die gut, aber ich will ja wissen, wo der Typ hier ist. Also da mache ich mal eine Smoke hin. Ich hoffe, die stehen nicht auf unserer Seite. Was ist denn mit unserem Team los? Machen. Ja gut, die haben alle nur das Grinden im Kopf. Die wollen halt alle noch irgendwie die Panzer kriegen. Ja gut, aber wenn sie also Punkte machen, schließt das eine das andere doch nicht aus. Ja, ja. Ich versuche einfach halt so viele Punkte wie möglich zu holen. So sollte man es auch tun. Aber es gibt halt leider Leute, die sind einfach nur... Nur quasi, du kriegst ja schon Punkte, wenn du beschossen wirst. Auch nur, wenn du spawnst. Ja. Ich vermute mal rechts hinter dem Stein. Also, beziehungsweise jetzt. Ich fahre jetzt nach links gleich weg. Hinter dem Stein entlang sollte was stehen. Ja. Der Arme. Voll ins Gesicht. Also wirklich in die Kanone rein. Und da hinten. Von da hinten. Werde ich beschossen. Wie von hinten? Weiß ich nicht, ich wurde gerade von hinten beschossen. Also... Ah, ja, Tatsache. Da, wo ich hingucke. Bin ich jetzt blind? Da, wo ich hinschieße, er ist markiert. Ach, da, ja, das ist für mich nicht einsehbar. Mist, ey. Holen dir Tiger. Okay, hat sich erledigt. Oh Mensch. Mist, das ist jetzt echt eine blöde Stelle zum Reparieren. Wie lange brauchst du? 31 noch. Ich kann meinen Turm leider nicht drehen, deswegen kann ich mich nicht richtig rundherum einsmogen. Jetzt. Okay, Turm geht wieder. Ich gucke hier auf die Seite. Nach da. Haben die schon wieder belegt? Was ist das? Geht's wieder, oder? Schnell weg. Oh, es sind halt zwei Leute. Ne, drei Leute, die in meinem Panzer tun. Bisschen. Ne, also die schlafen. Oh Gott, ey, was dem Ding echt noch gut tun würde. Neutral Steering. Au, ich hab von vorne einen reingekriegt. Von vorne? Ne, das war Arty bestimmt. Also, das klang nicht wie Arty. Von vorne. Von A. Also das müsste, ja, also kann Arty gewesen sein, klang aber nie so. Höchstens steht einer hinterm Bahndamm, oder? Ach du Scheiße, was für eine konfuse Runde. Ich glaube, ich habe überhaupt eine Kanone abgefeuert. Au! Was denn?
Oh. Wahrscheinlich denkt er jetzt, du und du und ich. Wenn du ihn rauslocken kannst, ich bin schon zu weit, ich muss um den Stein drumherum fahren. Ach, das ist das 20er-Ding von den Briten, die Flak. Also, pff, kein Problem. Oh, der muss jetzt nur ein dummes Backup bekommen. Fahr mal rechts, links um den Stein rum. Ach ja. Sie verlassen das Kampfgebiet. Kuckuck. Oh Mann. Scheiße, hier im Gegner spawnen. Ja. Ei, das schaffe ich nicht mehr raus, glaube ich. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Du killgeile Sau, du. Hab mich schon gewundert, warum. Warum ist denn da die Map zu Ende? Aber der Spawn-Bereich. Keine Ahnung. Drittel von der Karte? Das ist schon verdammt groß. Vor allen Dingen, du kannst den Gegner spawnen, also von dieser Seite, nicht gut einsehen. Aber unseren Spawn kannst du bekämpfen wie blöd. Hm. Naja. Aber gut, das gegnerische Team hat eh nichts mehr zu sagen. Nee. Oh, kann ich? Nee, kann ich nicht. Warum ist das die Runde nicht? Okay, jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es vorbei. Das war ja nicht so Premium. Für mich. Ja. Komischerweise, ich habe jetzt nicht so viele Punkte machen können, obwohl ich ganz gut gespielt habe. Ja, du hast halt 5 One-Shots gehabt, oder? Alle, glaube ich. 8600 Forschungspunkte immerhin. Komm, mach ready. Ich muss halt auch zusehen, dass ich richtig, richtig schön viel Geld mache, ich glaube. Die Panzer sind recht teuer. Ja, sind sie. Du bist immer noch robotisch, aber was mir gerade eingefallen ist, als ich vorhin auf den TS joinen wollte, ging's nicht. Okay, was wurde da gesagt? Da stand Verbindung zum Server fehlgeschlagen. Hm. Vielleicht haben die wieder Probleme. Hm. Wahrscheinlich dauert es jetzt wieder eine Stunde, bis wir dürfen. Gucken, wie viele Leute warten. Ach, was ein Zufall. Ja, das merkt man halt jetzt richtig. Ewig hat es kein Mensch interessiert, diese Panzer. Und jetzt, wo sie weggehen, wollen sie alle haben. Hm. Liebe Leute, das hier muss ich noch erforschen. Den hier mache ich ja gerade. 2P, Tiger 2H, 10-5er Tiger und die Maus. Also es sind noch ein paar... Ja, das ist noch ein gutes Stück. Das ist mehr, als ich zum Kampfpanzer 70 brauche. Also das sind 50.000, 130, 290, plus 1. Nein, keine Ahnung, also so rund 300.000 Forschungspunkte. Ja. Ich mache im Schnitt, mache ich glaube ich... 3.000 bis 5.000? Nee, schon mehr, deutlich mehr. Also so 5.000 bis 6.000 habe ich letztens mal ausgerechnet. Also rein theoretisch 60 Matches. Ja, es ist halt einfach stupides Grinden. Ja. Also zwischen 60 und 65 Matches, schätze ich jetzt mal. Ich müsste jetzt mal eine Strichliste anhören. Ja, mach das mal. Ach, und schon wieder so eine Ein-Punkt-Map. Und schon wieder gutes Abtier. Ne, die kriegen wir momentan leider dauernd. Ja. Das ist ein bisschen kacke, damit kann man so wenig Punkte machen. Spawn Rush? Cap Rush? Kann man versuchen, ja. Auf der Seite von der Map bin ich nicht so häufig, deswegen weiß ich nicht, wie es da aussieht. Ja gut. Auf der Map bin ich eigentlich nie auf den Feldern, immer in der Stadt oder umrum.
Wer hat uns hier geabtiert? Hm. Noch sind es nur 6-7 Fahrzeuge. Oder? Ja. Was, der 10-5er Tiger ist so? Der ist auch 6-7. Auch 6-7. Deswegen ist es ja so fatal, dass quasi 3-6-7 Fahrzeuge einfach weggekickt werden und kein neues rein. Das zerstört halt vollkommen das Line-Up. Kann uns ja egal sein. Ja, aber für neue Spieler, vor allen Dingen die Maus ist halt so, manche neue Spieler kommen halt genau für sowas rein, wie so Abnormitäten. Ja, das stimmt allerdings. Wobei ich sagen muss, also für mich war sowas nie irgendwie interessant. Also die Maus war für mich schon so ein Ziel, was ich unbedingt erreichen wollte. Das Ding ist nicht effektiv im Kampf. Man kann gute Runden haben, aber meistens, da die auf 7-7 sitzt, kriegst du Heat um die Ohren und weg. Ja. Bin nicht so der Freund von. So, kurz mal gucken. Also über den Hügel ist noch nichts drüber gefahren, also noch sind wir safe. Ja gut, ich würde sagen einsmoken und dann... Ja gut, wohin also verschwindet man? Ich würde sagen nach links über die Hügel. Von rechts. Oh, Alter, ich hab's gedodged. Ich krieg die Krise. Nicht schlecht. Miep, miep! Boah, da ein Stückchen nach links gefahren. Oh, er ist ein Stückchen nach links gefahren. Was ein toller... Ach du meine Güte, ey. Wird's gehen? Was hilft? Ich smoke jetzt erstmal. Ich arte jetzt erstmal in die Richtung. Ja. Ne? Ja. Oh, hat ja prima funktioniert. Also die kommen gerade so richtig, die swarmen dich jetzt. Den Cap hast du aber noch mitgenommen, oder? Nee. Leider nicht. Ich bin mal gespannt, wie lange du es überlebst. Ha, in die Fresse. Ja, du hast meinen Killer gekillt. Mm. Ja, das. Man sieht durch den Rauch halt immer, wenn die Dreck sprühen, die Ketten. Und der ist halt einfach im Rauch umgefahren. Das war sein Fehler. Ha, und der nächste. Hab ich grad Glück, ey. Ich cap dann halt nochmal, ne? Ah! Unsere Heavys sind auch mal angekommen. Ja, ich fahr jetzt gerade quasi los. Nein, ich bin das nicht, aber... Wird noch ein paar Meter dauern. Du hast ihn nicht ausgebaut? Au. Natürlich. Ist also der komplett ausgebaut? Nee, noch nicht komplett, aber Motor erforsche ich gerade, aber nicht ausgebaut. Der musste aufpassen, der Production ist da, wo ich hinfahren wollte. Der ist komplett auf der linken Flanke. Weißt du was, ich guck mal, dass ich ihn von der Luft wegkrieg. Komplett auf der linken Flanke. Weiß nicht, ob ich da gerade eine Minispitze von der Baumkrone gesehen habe oder ob das... Ah, da fliegt ein Flieger. Nee, der hat nichts auf dem Dach, der Production, oder? Bitte? Der Production hat nichts auf dem Dach. Nee. Dann war es ein Baum. Bist du ein Doppeldecker? Oh, shit! Da ist er. Nee, da ist was Schnelles. Sieht aus wie ein M41. Shit, den hab ich gesehen. Wenn er gut ist, kann er mich umfahren. Wenn er schlecht ist, stirbt er gleich. Wo ist er? Ungefähr von dir aus gesehen? Ah, ich sehe ihn. Ich guck, von deiner rechten Seite ist der Hügel, ne? Ja. Also ich weiß nicht ganz genau. Da sind sogar zwei. Hier ist einer. Oh, da hinten ist noch einer.
Der Scorpion vor dir kann sich nicht bewegen. Ich habe dem die Transmission zerschossen. Ja, das Problem ist rechts, wirklich orthogonal rechts. Ja, ich sehe es. Ich beschieße ihn gleich. Ich droppe ihm einfach meine Nutzlast auf den Kopf. Lol. Da hat mich Plan in die Seite getroffen. Da hat mich nicht penetriert. Wo weg? Tori. Ja, scheiße, ich habe jetzt ein Problem. Ich werde jetzt wahrscheinlich drauf gehen, weil ich dann doch ein bisschen blöd gerade stehe. Wegen? Keine Ahnung, irgendwas beschießt mich von weiter weg. Ach, verdammt, voll daneben. Ah, ich sehe es. Oh, und da. Also, die haben mir gerade ganz schön auf die Ömmel drauf. Ja, ich habe es gesehen, die sind bei A und dahinter. Oh, ne. Oh! Oh, Lusche. Da hat gerade einer eine Rakete auf mich geschossen und hat's verkackt. Kommen die Rakete gerade her? Das hier wäre definitiv mein Lieblingsflugzeug, wenn es nicht so behäbig wäre. Ja, die Kiste hat halt einfach fetten Hintern. Jetzt bin ich hier extra hochgefahren und jetzt ist hier keiner mehr. Das ist. Vermutlich nicht. Oh, da steht doch was. Kundschaft. Ach ne, scheiße. Oh, Glück hab ich nicht auf den geschossen. Jetzt hab ich gerade Munition. Matschauer. P-47er ist so ziemlich die einzige Konstante, die du auf jedem Battle-Rating findest. Oh, klar. Oh, ich glaube, ich mache gerade eine Tortoise kaputt. Ja, da steht eine Tortoise in A. Upsala, da wollte ich nur wechseln. Scheiße, die sind ganz gut. Von dem Bunker versteckt. Die 8.8er klingt echt angenehm mit der Soundmod, die du wahrscheinlich immer noch nicht installiert hast. Sehe ich so aus? Nee. Oh, Scheiße. Das könnte jetzt mit. Ey, ich weiß nicht, anstatt dass Panther 2s, wie sie ihn hier in Game hatten, hätten sie ruhig mal in Anführungszeichen den historisch korrekten reinbringen können. Oh mein Gott. Ich mache jetzt gerade ein Entfernungsduell mit einer Tortoise. Ich glaube, das verliere ich. Das wirst du verlieren. Die 8.8 ist gegen die Tortoise nicht so geil. Wir werden noch sehen. Ich glaube, ganz rechts ist die 100mm Platte nur. Ganz rechts unter dem Smokescreen Launcher. Wenn du es siehst. Oh, scheiße, der fällt weg. Der hat gemerkt, worauf ich schieße. Ich habe nämlich auch so eine. Da ist links so eine Kuppel. Ja, das ist ein MG- und Kommandantenkuppel, aber da kriegst du nur den Commander. Scheiße, meine Ketten sind im Arsch. Oh, man kommt sich hier so ein bisschen vor wie bei einer Flugschau. Typ 61, verdammt. Von wo? Irgendwo bei deren Spawn. Okay, nicht bei dir links auf der Flanke. Nein. Gott, das ist wichtig, weil wenn der uns flankiert mit seiner Heat. Den hole ich mir jetzt. Ja, bei dem Panzer habe ich ja mittlerweile die ordentliche Munition beim Jagdpanzer 4-5. Ah, ich sehe, wo er ist. Aber dadurch wird der Panzer leider nicht viel besser. Noch? Oh ne, er ist weggefahren. Also ich versuche ihn im Auge zu behalten. Ja, ich
fahre jetzt eigentlich wieder genau dahin, wo ich vorhin auch war. Ein Panther. Ja, der steht ungefähr hier, würde ich sagen. Ja. Boah, dann kann ich schon mal üben, ey. Die Entfernung wird übel. Das wird dir eh mit 800 irgendwas angezeigt. Ja, das ist wesentlich weiter, aber dein Rangefinder funktioniert auf die Distanz halt einfach nicht mehr. Beziehungsweise dein Kommandant ist nicht gut genug im Rechnen. Ja. Ist so dumm, ey, der hat kein Abi. Gleiskette ist getrackt. Was steht denn dabei auch noch rum angeblich? Komm schon, komm schon, komm schon. Steht 92 rum. Wo kommt der denn? Ja, weg ist er. Mist. Wo ich gerade fast in Schussweite über den Hügel hier so rum. Letzte Runde lief's bei dir, jetzt läuft's bei mir, ist doch immer so. So, jetzt gucken wir mal. Da hinten wird ja hoffentlich noch was kommen. Ich bleib jetzt auf jeden Fall nicht hier stehen. Oh, hätte ich nicht gedacht. Das, die Muni von der 8.8 fliegt echt 1000 Meter die Sekunde. Das ist gar nicht so schlecht. Nee. Ich hab die noch gut getroffen, also. Ich dachte, man müsste viel höher zielen. Ich bin halt von der 12.8er noch ausgegangen, aber das ist nicht so gut. Deine Jagdpanzer schießt auf irgendwas. Okay, der schießt Richtung. Wo schießt der denn hin? Alter. Schuss. Junge, Junge. Wie ist der denn gerade geflogen, ey? Das ist der Rasen gemäht. So, dann wollen wir noch mal gucken, ob wir noch was absnacken können. Ist bei dir gerade ein Flieger abgestürzt? Oh, und in dem Moment, wo der mich beschossen hat, ist er explodiert. Rechts. Wo also, rechts? Da fährt doch vor dir einer. Ja. Und da war gerade, glaube ich, ein Panzer, der mir nicht angezeigt wurde. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist. Naja, wobei, es wird wahrscheinlich der Teammate gewesen sein. Aber die werden gerade beschossen. Von rechts werden beschossen. Aber von wo genau, weiß ich nicht. Ich gucke. Hast du das Flugzeug gerade gesehen? Ja, ich gucke ja auch gerade durchs Fernglas und so. Der müsste eigentlich aus dieser Richtung, wo wir gerade hinfahren können. Ja, deswegen fahre ich ja hier lang. Links ist eh schon alles voll. Da kriegst du nichts mehr vom Buffet. Höchstens ein geiles Knöchel-Sandwich voll in die Fresse. Sicher, dass du lang genug geschlafen hast. Es geht. Warum fliegt der mich an? Ah, ne, tut er gar nicht. Sah nur so aus. Mal gucken, ob ich nochmal einen mit der Hauptkanone abschießen kann. Mit was ist dir das geglückt? Auch mit dem hier, glaube ich. Nee, das war der Ruhe. Oder Ruhe, ja. Ja, wo du die Jack abgeschossen hast. Ja, tut sich ja gut, so eine 90mm Heat FS in die Fresse. Also, einer ist abgestürzt. Der zweite kommt von da hinten. Und jetzt ist noch. Also wenn hier noch einer mit dem Panzer spawnt, ja, also ich persönlich würde es nicht mehr tun. Okay. Außer vielleicht mit dem 114 und einer vollen Drum. Oh, da ist sogar einer gespawnt. Ich kann sagen, was hast du denn für ein Problem?
Nein! Ach verdammt. Der hat sogar noch einen Kill abgesnackt. Der ist. Hä, hey, aber wenn man schießt, ist man dann nicht aus der Protection. Nee, raus. Du hast trotzdem noch ein paar Sekunden Protection. Mist. Nö, das finde ich absolut fair. Wenn dein Spawn gekämpft wird, solltest du die Chance haben, mindestens einen mitzunehmen. Ja, ja. So, war okay. Naja. Ist trotzdem noch ein langer Weg. Ja. Ich war nur 47. Ja, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr noch beim Grinden mitmacht und irgendein Fahrzeug unbedingt haben wollt. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.